Wir haben ja weitere Veränderungen. Wir haben also die Fortschreibung der Allgemeinverfügung insbesondere für die Schulen auf den Weg gebracht, als auch für die Kindernotbetreuung in Kindertagesstätten und in Horten, auch in Verbindung von Kindernotbetreuung an Schulen. Wie ja schon bereits öffentlich bekannt ist, beginnen in der nächsten Woche auch in der Grundschule die Klasse 6 wieder den Unterricht aufzunehmen und in der Woche darauf dann auch weiterhin die Klassen 5. Parallel dazu, ich kam auch jetzt gerade von einem Arbeitsgespräch an einer Schule, um das halt vor Ort auch mal anzuschauen und zu gucken, wie wir das mit den Hygieneregelungen organisieren können, was das auch für Herausforderungen bedeutet für das pädagogische Lehrpersonal aufgrund der Klassenteilungen. Das zu sichern, das ist schon nicht unerheblich und braucht auch eine gewisse Vorbereitung. Und damit in Verbindung stehen ja auch weitere Flächen und weitere Entwicklungen. Und gemeinsam sind wir auch mit dem staatlichen Schulamt im Gespräch, um genau auch die Kinder auch in die pädagogische Förderung zu lenken, insbesondere in Klassen 1 und 4, da wir heute noch nicht abschätzen können, ob die Kinder regulär wieder in den Schulunterricht vor den Sommerferien gehen können. Im Moment sieht es tendenziell nicht so aus. Der Wunsch ist da, es wird auch viel medial kommuniziert, aber die tatsächlichen Zahlen und Gegebenheiten werden das nicht hergeben. Wir haben heute auch noch eingestellt die Änderung der Allgemeinverfügung für die Kindernotbetreuung. Hier ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen und auch an die Eltern, an die Muttis und Vatis und an die Alleinerziehenden, als auch an die Arbeitgeber zu appellieren. Wir haben neu aufgenommen, dass bei einer Aufnahme für die Kindernotbetreuung vorher 2 Tage bei der Einrichtungsleitung das anzuzeigen ist. Die Einrichtungen sind räumlich, organisatorisch als auch personell tagtäglich nicht mehr in der Lage, sofort die Kinder mit Anmeldung aufzunehmen. Das stellt alle vor große Herausforderungen. Es sind alle sehr bemüht, sich aufzustellen und zu organisieren. Und ich plädiere auch für ein ganz besonderes Verständnis und Miteinander in diesem Thema gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen, da die Gespräche zu führen und aber auch im gegenseitigen Miteinander diesen Prozess vor Ort in der Kita zu organisieren. Das heißt nicht, dass Eltern, die vor 3 Wochen bereits eine Kindernotbetreuung in Anspruch genommen haben, auch regulär fest diese in die nächsten 3 Wochen erhalten können, weil einfach der Personenkreis durch die Erweiterung in der Kindernotbetreuung auch erweitert worden ist und dementsprechend mehrere Eltern auch die Möglichkeit haben, insbesondere die berufstätig sind und auch in systemrelevanten Bereichen tätig sind, ihre Kinder auch in der Kindernotbetreuung unterzubringen. Und hier müssen alle aufeinander zugehen und hier müssen wir gemeinsam Lösungen finden. Ich weiß, dass das passiert. Ich weiß aber auch, dass seit gestern einige Einrichtungen, insbesondere kleine Einrichtungen, das so nicht mehr tagtäglich stemmen können. Und hier braucht es auch einen Wechsel, eine Abstimmung und weiterhin unbedingt die individuelle Prüfung, Organisation, ob temporär, tageweise die Kinder oder auch halbtageweise die Kinder privat oder in familiären Angeboten auch untergebracht werden können. Nur so können wir das gemeinsam stellen. Ansonsten reden wir nicht mehr von einer Kindernotbetreuung, sondern vom Regelbetrieb. Und insbesondere eine Kindertagesstätte ist ein nicht zu unterschätzender Infektionsherd. Einfach aus der Gegebenheit, dem, wie dort die Menschen auf der Enge und im Raum zusammen sind. Kinder spielen, Kinder fassen sich an, Kinder benutzen Spielzeug. Und wir müssen auch sehr gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir die Fachkräfte, ob das die Erzieherinnen, Erzieher sind, ob das die Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger und auch insbesondere die Lehrkräfte an den Schulen. Wir müssen mit den noch vorhandenen Lehrkräften und Fachkräften gut haushalten. Und das geht nur, indem wir diese Prozesse gemeinsam gestalten. Und da möchte ich Sie bitte dafür sehr dafür werben, dass wir das gemeinsam auch weiterhin so gut machen. Ich sehe es im Moment so nicht, weil ein nicht unerheblicher Teil der Lehrkräfte zur Risikogruppe gehört, die das Ministerium entsprechend auch definiert hat. Diese Definierung dieser Risikogruppe in diesem größeren Umfang macht uns auch vor Ort im Erzieherbereich Probleme, weil es einfach wichtig ist, auch dort bei der Definierung von Risikogruppen in dem pädagogischen Bereich auch einen Gleichklang zu haben. Den vermisse ich. Ich hoffe, dass wir da auch noch nachsteuern werden im Land Brandenburg. Denn es ist unverständlich, warum die Risikogruppe bei den Lehrkräften an Schulen größer gefasst ist, wie die Risikogruppe bei den Horten, wo die Erzieherinnen und Erzieher tätig sind. Und das kommt beides aus einem Fachministerium und ich denke, dass wir da auch noch Wege finden werden. Sozusagen das Ungleichgewicht, was jetzt gerade entstanden ist, was wir, glaube ich, hätten vermeiden können, was da ist. Ich sehe es im Moment nicht.
Wie gesagt, ich komme gerade von einem Vor-Ort-Termin an einer Schule, an unserer Spreeschule, wo wir auch die besonderen Gegebenheiten für Kinder mit schwerst mehrfachen Behinderungen, wo auch Helfer im System sind, wo Therapien stattfinden, wo Förderung stattfindet, wo ich heute ein sehr hochmotiviertes Kollegium habe treffen können, die auch selber darunter leiden, dass sie an den Kindern und mit den Kindern nicht arbeiten können. Wir haben dort einen ganz fantastischen Plan aufgestellt, gemeinsam unter dem Beachtung der Hygienevorschriften und auch den Gegebenheiten, auch alle Kinder in die Schule holen zu können, die gesund sind, die nicht krank sind, also die nicht ansteckungsrelevante Anzeichen haben, und dass wir die Kinder auch insbesondere mit Behinderungen da auch weiter fördern können. Und ich denke, das wird uns gemeinsam gut gelingen. Und wenn ich das jetzt mal adaptiere für eine normale Schule, für eine Regelschule, für eine Oberschule, sind das auch Herausforderungen aufgrund der räumlichen Kapazitäten. Und wenn wir davon sprechen, dass wir die kleineren Klassen auch temporär in die Schule holen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir die schon vorhandenen Kinder an der Schule ja in kleineren Gruppen unterrichten künftig, ab nächste Woche und übernächste Woche. Und wir kriegen vor Ort ein Problem mit den Räumlichkeiten durch die Doppelnutzung, die dadurch entstehen. Und es wird sich in der Organisation nach den jetzigen Regelungen der Eindämmungsverordnung und der Abstandsregelung, denke ich, praktisch nicht gestalten können. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir pädagogische Förderangebote installieren mit den Lehrkräften für die Klassen 1 bis 4, neben dem regulären Präsenzunterricht in der Klassen 5 und 6.